Hi und herzlich willkommen zu Part 16 unseres Recht und Unrecht Let's Plays mit Mara und Moritz. Ich habe euch im letzten Part gefragt, wie wir das machen wollen mit dem Grundstück. Da ich den Part jetzt direkt im Anschluss aufnehme, kenne ich eure Entscheidung noch nicht, aber in Part 17, also im nächsten Part, werden wir dann auf das entsprechende Grundstück ziehen, das ihr gewählt habt und werden auch, ja, die Ranch entsprechend bauen oder halt eben besuchen. Da freue ich mich sehr drauf und wir haben im letzten Part auch ein kleines Umstyling gemacht für Mara. Ich weiß auch da noch nicht, wie sie euch gefällt. Ich habe eure Kommentare noch nicht lesen können, aber ja, ich bin mir sicher, dass sie euch auch gefällt und dass ihr ihren neuen Look gerne mögt. Und wir starten jetzt auch direkt rein, denn ich habe in diesem Part vor, dass Mara endlich in ihre Karriere einsteigt. Es wird Zeit, dass sie Anwältin wird und ich bin total gespannt, wie die Karriere aussehen wird. Ich glaube, ich habe noch nie als Anwältin gespielt, zumindest oder als Anwalt. Zumindest kann ich mich absolut nicht erinnern daran. Ich würde sagen, ganz viel Spaß mit diesem Part und let's go! Ist sie schon, unsere Mara. Wir sind gerade noch auf dem Grundstück der Geekon, weil hier war sie auch beim Friseur. Wir haben etwas gewonnen und Moritz hat etwas geklaut im letzten Part. Und ich würde sagen, die beiden gehen jetzt mal nach Hause und wir gucken mal, was er geklaut hat und sie, ja, nee, was er geklaut hat einfach. Das ist das, was mich interessiert. Weil wir brauchen Moneten, ne? Ich weiß nämlich jetzt auch noch nicht, dass ihr gesagt habt, dass wir einen Kredit holen. Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir so noch ein bisschen Geld kriegen. Hola, Signorina! Okay. Moritz, machst du die Gruppe? Achso, die ist jetzt automatisch beendet. Gut. Moritz, was hast du denn geklaut? Wieso können wir hier nicht in den Baumodus? Ich benutze den Cheat. Enable free build. Enabled. Okay, es ist enabled, Leute. Let's have a look, was er geklaut hat. Er hätte ja auch ohne unser Beisein was geklaut, ne? Naja, Moritz denkt halt daran, dass wir Geld brauchen. Nicht so wie ich. Vergesst immer, dass er klauen kann. Oh, wow. Ich komme gar nicht ins Haushaltsinventar, weil wir im Urlaub sind scheinbar. Ja gut, ist ja also nicht so wichtig. Also ich wollte ja auch eigentlich gar nicht ins Haushaltsinventar. Ich habe jetzt nicht 20 Minuten geladen. Und also nö. Mm-mm. Gut, das machen wir hier. Moritz, hi. Ach so, wir wollten Mara einen Job geben. Mara, komm. Nee, Moritz muss erstmal duschen. Moritz, du stinkst ja bis zum Himmel. Geh mal duschen, ey. Pfui. Mara, isst erstmal was. Genau, Essen ist wichtig, damit du mit vollem Magen in deine Karriere starten kannst. Ach, Jonas ist auch hier. Der chillt auf ihrem Bett und guckt Fernsehen. Gut. Hey, da seid ihr ja wieder. Wie war's? Oh, Mara, du siehst ja wunderschön aus. Oh, danke, Jonas. Nein, wirklich, die Haare, die stehen dir richtig gut. Wow. Ich meine, ich bin fest davon ausgegangen, dass du natürlich, schön sein wirst. Aber du hast dich ja wirklich, also der Friseur hat sich ja selbst übertroffen. Dir steht das Pony so gut. Hey, danke schön, das ist wirklich lieb von dir. Ja, ich dachte mir, so ein Pony ist vielleicht auch mal ganz cool, weißt du? Und ich habe auch direkt ein paar neue Klamotten geshoppt. Ja, Mara hat richtig Kohle ausgegeben. Naja, ein bisschen, ein paar Klamotten habe ich ja gebraucht. Musst du an den Computer? Ich dachte, du wolltest jetzt arbeiten. Ja, genau. Ich muss jetzt mal in den Computer, weil ich noch ein paar Sachen machen möchte. Ich schicke jetzt meine Bewerbung ab. Kommst du mit? Ja, klar, komme ich mit. Okay. Wie aufregend. Ja, ich bin auch total aufgeregt. Das wird sicher. Naja, ich mach's jetzt einfach, oder? Na klar, mach's einfach. Okay, sie macht's jetzt, Leute. Und zwar werden wir in die Karriere, jetzt muss ich mal gucken, wo die ist, Privatanwältin gehen. Ein entsprechender Universitätsabschluss bedeutet, dass die Position mit höherem Lohn, schnellerer Beförderung, mehr Urlaubstage und einem Einstellungsbonus verbunden ist. Unabhängig von der Karriere kann der Sim alle 7 Tage einen Einstellungsbonus erhalten. Ja! Oh mein Gott, wir haben 2800 Simoleons Einstellungsbonus erhalten. Und Mara hat ihr Bestreben damit abgeschlossen. Sie soll direkt eine Aufgabe übernehmen. Oh mein Gott, ey, jetzt müssen wir halt gucken, was wir ihr für ein neues Bestreben vielleicht geben, ha? Huh? Vielleicht habt ihr da eine Idee, in welches Bestreben wir mit ihr gehen können. Macht mir gerne mal einen Vorschlag in den Kommentaren. Es gibt ja so viele Bestreben mittlerweile. Und sie hätte jetzt eigentlich schon alles erreicht. Aber vielleicht Nerd hier noch? Nee, Raketenwissenschaft, das geht dann nicht. Könnt ihr mir gerne mal einen Vorschlag machen, ob ihr eine Idee habt, was gut passen würde? Das Leben eines Akademikers ist nicht gerade einfach. Aber Mara hat die anspruchsvollen Herausforderungen der Universität gemeistert und einen wertvollen Abschluss in der Tasche oder so. Verdientes Merkmal, höhere Bildung. Mara baut beim Recherchieren nun schneller Fähigkeiten auf und erhält mehr Geld, wenn sie Wissen in der Forschungsarchivmaschine bereitstellt. Geilo! Das Schreiben und Veröffentlichen von Forschungsberichten wird ebenfalls höher bezahlt. Cool. Und sie muss jetzt Unirechtskurs besuchen. Klicke auf eine Universität oder einen Klassenraum oder wähle am Telefon Unirechtskurs besuchen.
Okay, krass. Leitende Prozessanwältin. Vergleiche Klagen, Prozesse. Wenn du eine erfolgreiche Prozessanwältin sein willst, musst du den Geist eines Krokodils besitzen. Wie krass einfach. Und das hat sie sich aber auch verdient. Wir waren uns ja am Anfang nicht sicher, ob wir das machen wollen, weil sie halt eben jetzt schon so hoch einsteigt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das voll fein. Dafür hat sie ja das Studium gemacht, um eben erfolgreich zu sein und hoch einzusteigen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir das machen wollen. Ich glaube, wir reisen. Klicke auf einer Universität. Auf einer Universität oder dem Computer. Das ist der Forschungs... Oh mein Gott, krass. Am Telefon. Uni-Rechtskurs besuchen. Mara, wo ist denn das? Nee, hier steht jetzt nichts. Hier vielleicht? Habe ich nicht gefunden. Aufgabe für die Arbeit von zu Hause. Wir müssen da hinreisen oder was? Stehe ich nicht. Ja, aber es macht auch keinen Sinn, dass sie da jetzt hinreist, weil das ist ja voll weit weg. Ich lasse sie jetzt sowas schreiben, ja? Programmieren, forschen, debattieren, Logik. Ich glaube, sie hat doch Logik schon auf Level 10, ne? Nee, auf Level 8, okay. Aber Forschen hat sie bald auf Level 10. Ich sag, sie soll Logik machen und es geht Forschen und Debattieren hoch, ne? Brauche ich mich auch nicht fragen. Wer ruft dich an? Angie! Oh! Moritz liegt da auf dem Handtuch in der Sonne mit seinen schwarzen Klamotten und der Mütze. Gut, brauchen wir auch nicht fragen, ne? Ja, okay. Geh mal mit Angie auf ein Date, ich meine. Die beiden haben sich schon lange nicht mehr für ein liebes Nachmittagabend getroffen. Jo, Angie, war das doch nicht so toll mit diesem Typen, den du da gedatet hast? Ach, es war okay. Moritz, du riechst total verschwitzt, aber irgendwie, naja, finde ich es jetzt auch nicht schlecht. Okay. So, kann er mal Hände waschen? Ja, ich wollte eh noch mal kurz ins Bad. Was machen wir hier? Naja, keine Ahnung, wir können hier Karaoke singen oder so. Ich hatte irgendwie Lust, dass wir, naja, uns mal wieder sehen. Abfluss verstopfen und Toilettenstreich natürlich. Er könnte noch so ein Ding klauen. Was gibt's denn eigentlich oben? Kommen wir da rein? Wahrscheinlich nicht, ne? Mal ausprobieren. Mal gucken, ob wir da reinkommen, weil normalerweise kommen wir da nur rein, wenn wir einen gewissen Promi-Level haben. Ah, shit. Warte mal, vielleicht kannst du die bestechen, die Frau. Sie ist die Türsteherin nämlich. Bestechen, um Zutritt zu bekommen. Kämpfen, um reinzukommen. Überzeugen, reinzulassen. Bestechen sie mal mit 50 Simoleons. Hey, kann man da Zutritt bekommen? Nein, hier ist der Zutritt verboten. Naja, so ein bisschen, also ich meine, ich kann auch was springen lassen. Also, naja, okay. Ich habe nichts gesehen. Mein Gott, hätten wir vielleicht auch weniger machen können. Und jetzt klauen wir die Anlage hier. Mit einem Zwinkern an der Türsteher das Bestechungsgeld genommen. Die Tür ist geöffnet und verkündet, ich bin kein normaler Türsteher, ich bin ein cooler Türsteher. Das finde ich aber auch. Cool. So viel zum Thema Kredit, ne? Ja, dann tanzt doch mal ein bisschen Cowboy-Tanz. Nee, möchte ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob die beiden Liebe machen können hier. Ist das denn ein Cowboy-Lied oder warum tanzt er diesen Cowboy-Tanz? Jetzt ist das Spiel wieder super leise, ne? Also manchmal verstehe ich das nicht mit der Lautstärke. Ich weiß nicht, ob da irgendwas schiefgegangen ist. Ja, wir können hier leider keine Liebe machen, Leute. Das ist ja langweilig, ne? Hier gibt's nichts zum Liebe machen. Oh, der hat auch gefragt, ob er reinkommt. Mann, wie langweilig! Ja, dann halt nicht, ne? Können ein bisschen knutschen vielleicht. Oh, Moritz, also zum Rumknutschen habe ich jetzt keine Lust. Also, was denkst du denn? Ich bin doch nicht immer sprungbereit, nur wenn du dich meldest. Naja, ich dachte, das ist okay für dich, aber gut, dann halt nicht. Ja, und Moritz, außerdem, ich weiß nicht, ob das überhaupt, weißt du, du meldest dich gar nicht und nur wenn du dann mal willst. Und also, ich bin ja auch nicht, Angie, wie war das mit dem Freundschaft Plus und so? Naja, aber ich meine, da gehört auch ein bisschen Freundschaft dazu und du meldest dich gar nicht bei mir. Dich interessiert mein Leben gar nicht. Naja, Angie, jetzt mach doch nicht so eine Szene. Ich mach keine Szene, aber ich bin doch nicht dein Betthäschen. Außerdem habe ich wohl gehört, dass du schon wieder ein neues Betthäschen hast. Und ich bin doch nicht irgendwer. Also, wenn wir eine Techtelmechtel-Beziehung haben, okay. Aber dann noch mit zwei weiteren, nein. Das ist mir einfach zu viel, Moritz. Das sagst du. Du hast dich doch mit irgendwem getroffen. Ja, aber auch nur, weil ich wusste, dass du dich auch mit jemandem triffst. Ach, Angie, weißt du was? Das ist mir alles zu kompliziert. Mach du dein Ding, ich mach mein Ding und jo, ciao. Ja, ciao. Meld dich nicht mehr. Okay, der Abend ist anders gelaufen, als ich gedacht habe. Der ging irgendwie ein bisschen anders aus. Naja, okay, mein Gott. Dann ist jetzt so, ne? Oh, Mara hat Heimweh. Aber nicht direkt zu ihrem Nachhause, sondern, warte, ich hol mal Moritz her. Mara, was ist denn los? Du siehst total bedrückt aus. Och, Moritz, weißt du, ich will nach Hause. Hä, jetzt doch? Oder was, wir können fahren? Naja, ich will eigentlich, weißt du, ich will einfach wieder ankommen. Dieses Urlaubsding ist ja schön und gut, aber ich will irgendwie wieder in ein festes Zuhause. Und ich glaube, das ist für Murphy auch wichtig. Ja, das stimmt, das mag sein. Also, was machen wir jetzt? Keine Ahnung, ich will jetzt endlich auf die Farm ziehen. Ja, das verstehe ich, Mara. Aber das machen wir auch. Wir müssen halt noch mal kurz nach Hause die Sachen verkaufen und dann geht's los. Ach stimmt, wir müssen auch noch die Sachen
zu Hause verkaufen. Dann können wir es uns wahrscheinlich doch leisten, die Farm. Aber naja, ich weiß nicht, Moritz, ob das alles so richtig ist. Und es ist alles so, ich bin einfach noch traurig. Mara, aber das mache ich jetzt weg hier, das ist traurig. Mara, das wird alles gut. Ich bin mir ganz sicher, dass du, naja, dass wir, wenn wir sobald wir auf der Farm sind, dass alles besser wird. Meinst du wirklich? Ja, was ist los? Ach, Jonas, ich habe nur gerade gesagt, dass ich einfach Heimweh habe. Aber nicht auf unser Zuhause, wo wir vorher waren natürlich, sondern auf, naja, das andere Zuhause, unser neues Zuhause. Du meinst die Farm? Ja, genau. Hm, verstehe ich, ja. Aber bald können wir dorthin, oder? Ja, ich denke, wir machen den Urlaub hier noch fertig und dann geht's für uns dorthin. Ich bin ready dafür. Ich will endlich nach Hause. Ja, Mara, übrigens, ich habe eine Firma engagiert. Okay? Ja, die haben alles beseitigt. Was beseitigt, Moritz? Naja, die ganzen Spuren. Es ist nichts mehr zu sehen davon. Okay, das ist gut. Aber ja, ich weiß, du willst trotzdem nicht dort schlafen und wohnen und so. Aber ich meine, wir müssen ja nochmal hin. Und wir haben alles beseitigt. Und selbst wenn wir nochmal eine Nacht dort sein müssen, wir schaffen das, Mara. Okay? Ja, Moritz, okay. Aber und du hast Murphy. Ja, das stimmt. Ich habe Murphy. Das heißt, wir gehen morgen nach Hause. Ja, wir müssen nach Hause. Wir müssen die ganzen Sachen noch packen. Ja, okay. Das ist vernünftig. Wir werden da morgen nochmal hingehen, die ganzen Sachen packen. Und dann werden wir, ja, im nächsten Part, wie gesagt, aufbrechen in unser neues Zuhause. Ich kann dann aber nochmal die ganzen Sachen überprüfen, die Möbel, die wir dort haben und auch die Sachen verkaufen, die Moritz im Inventar hat und dann sehen wir auch, wie viel Geld wir übrig haben am Ende. Und Mara ist wach geworden wegen ihrer Periode und dann lasse ich sie vielleicht nochmal was arbeiten. Muss sie denn heute arbeiten oder ist sie noch im Urlaub? Sie muss heute eh zur Arbeit. Ja, dann würde ich aber den Urlaub abbrechen an der Stelle und Moritz und Mara nach Hause schicken, weil sie muss ja dann eh den halben Tag arbeiten. In der Zeit kann Moritz anfangen zu packen. Oh, wir müssen eigentlich den Napf leeren, aber wir fahren jetzt eh nach Hause. Sie sieht so wunderschön aus. Ich liebe ihren neuen Style so. Also ihr beiden, seid ihr dann ready? Habt ihr schon gepackt? Ja, ich habe fertig gepackt. Ja, ich auch. Okay, das heißt, wir können dann nach Hause fahren oder zumindest in unser altes, neues, altes Zuhause. Ja, in unser altes Zuhause, das machen wir. Und dann, du musst dann eh arbeiten, Mara, oder? Ja, ich muss den ganzen Tag arbeiten und ich fahre dann direkt wenn wir ankommen zu Hause, direkt weiter zur Arbeit. Ich bin so aufgeregt, mein erster Arbeitstag. Mara, das wirst du super meistern. Ja, ich weiß nicht. Oh mein Gott. Nein, Mara, wirklich. Ja, Jonas, ihr müsst mir gar nicht zusprechen. Ich weiß, dass ich das schaffen werde. Aber es ist trotzdem sehr aufregend, weil, naja, man erwartet jetzt viel von mir. Ich bin ja leitende Prozessanwältin und das ist mein erster Prozess, den ich begleiten werde. Sehr aufregend. Ach, Mara, das wird ganz toll. Ich bin schon gespannt, was du dann heute Abend erzählst. Ja, vielleicht sollten wir heute Abend essen gehen. Ja, klar, können wir machen. Okay, dann ab nach Hause. Ja, ab nach Hause. Urlaub abbrechen. Wie geht denn das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Urlaub beenden. Bam. Nach Hause. Okay, Mara muss in einer Stunde zur Arbeit. Das macht sie dann auch. Ja, sie hat halt ihre Arbeitsaufgabe nicht erfüllt. Ne? Das ist natürlich ein bisschen schade, aber naja, was will man machen? So, wir sind jetzt hier wieder zu Hause. Ich warte jetzt mal, bis Mara weg ist. Dann platzieren wir nochmal einen Napf, damit unser Hundi genug Essen hat. So, und jetzt geht Mara zur Arbeit. Oh mein Gott, wie toll sieht sie bitte aus. Oh, cooles Outfit, ey. Wow. Oh, ich bin so stolz auf Mara. Rechtsvertretung anbieten und neue Kunden gewinnen als Tagesaufgabe. Okay. Fluchtwagenfahrer. Er muss in 12 Stunden zur Arbeit, also auch heute. Guck mal, er räumt gerade schon mal ein bisschen auf. Und wir gehen jetzt mal in den Baumodus und schauen mal, was er so geklaut hat. Oh mein Gott. Ein Figurengemälde hat er geklaut, ich erinnere mich. Wir haben den Futternapf. Ach cool, dass der mitkommt. Das ist ja nicer Dicer. Wusste ich ja gar nicht. Dann können wir den doch platzieren. Dann hat er 1200 Simoleons. Oh mein Gott, das ist ja... Aber vielleicht behalten wir das auch. Das sieht ja schon cool aus. Dann haben wir juristische Fallakten. Behalten wir auch, weil finde ich schon schön. Dann hat Mara einen Stuhl bekommen für ihre Karriere und einen Schreibtisch. Oh, ich weiß nicht. Also es ist schon schick, aber ich glaube, wenn wir ihr dann ein Büro im Haus machen, richten wir das eher mit modernen Sachen ein, oder? Ich meine, ansonsten, es gehört halt zur Karriere. Ah, ich bin unsicher gerade. Ein PC. Ich glaube, den hat Moritz geklaut, ne? Den verkaufen wir. Oh, 3000. Dann hat er dieses Bild geklaut. Den Laptop, den verkaufen wir auch. Auszeichnung, hochrangiger Freelancer. Behalten wir. Schmutziges Geschick. Goldbarren? Wegen der Verbrecherkarriere. Oh mein Gott. Ja, da hat Moritz ja auch hier oben die Sachen, ne? Die behalten wir halt auch. Die packe ich ihm jetzt direkt mal ins Inventar, weil das ist halt schon cool, dass er das hat. Den Baseballschläger, das ist auch seiner. Und ich glaube, das hat er auch wegen seiner Verbrecherkarriere, oder? Ja, das behalten wir auch. Ja, den VIP-Eimer durch die Verabredung können wir verkaufen. Ich bin jetzt wirklich unsicher, ob wir die Sachen behalten wollen. Wann wir die binden, die haben ja auch nichts verloren. Den Teller stelle ich jetzt mal hier raus. Ich hasse das, wenn dreckiges Geschirr im Inventar liegt. Okay, wir machen das so. Also die Jukebox verkaufen wir auch. Und wir verkaufen auch die Karrieresachen. Ich baue ihr einen richtig schönen
schönes Büro mit dem Geld. Wir werden dann das komplette Inventar verkaufen. Das ist ja noch die ganze Teenager-Einrichtung, die sie ja noch von zu Hause mitgenommen haben. Ihre Ersteinrichtung sozusagen. Und es ist schon realistisch, dass wenn sie dann umziehen in die neue Farm, dass sie sich selbst einrichten wollen. Das heißt, das werden wir auch alles verkaufen und neu einrichten. Vielleicht kann Moritz den Staubsauger verbessern. Hat er irgendeine Fähigkeit? Level 8 der Geschicklichkeit-Fähigkeit. Ich fände es schon cool, wenn er sich da ein bisschen mehr mit beschäftigt und sowas lernt, die Sachen zu verbessern. Ach, er hat den schmutzige Geschirr gestohlen. Wow, Moritz, ey. Danke für nix, ne? Es ist halt aber auch leider nichts kaputt, das er gerade reparieren kann, ne? Naja, vielleicht kann ich ihm so ein Buch kaufen für Geschicklichkeit. Mara hat ja ein tolles Bücherregal. Jetzt haben sie 17.800. Ich glaube wirklich, dass wir keinen Kredit brauchen. Aber ich gucke trotzdem mal, was ihr geschrieben habt in die letzten Kommentare und das letzte Video. Dann überlegen wir es uns einfach, wie wir es machen wollen. Wo ist Geschicklichkeit? Geschick, Geschick, Geschick. Im Besitz. Huch, haben wir schon eins? Moment. Ah ja, hier stimmt. Okay, dann les mal. Oh, eine Leiche im Keller. Oh nein, das ist ausgerichtet jetzt. Das ist kein guter Fall. Mara hat eine anonyme Nachricht mit einer Drohung erhalten. Oh nee, das ist natürlich nicht so gut für Mara, ne? Wenn sie den Fall nicht fallen lässt, werden prekäre Informationen über ihre Vergangenheit in die Öffentlichkeit gelangen. Wenn sie den Fall einstellt, hat die Justiz versagt und ein Krimineller ist auf freiem Fuß. Aber wenn die rufschädigenden Informationen veröffentlicht werden, ist die Karriere von Mara in Gefahr. Soll Mara vorgreifen und selbst ihre Vergangenheit enthüllen oder soll sie den Fall einstellen, damit ihre Geheimnisse sicher sind? Ich glaube tatsächlich, dass Mara sich stark fühlt gerade. Ich glaube, dass sie durch den Karrierestart, durch die Chance auf eine neue Farm, durch das Umstyling, durch die Zeit, die sie jetzt im Urlaub verbracht hat, durch Murphy, durch Moritz und Jonas, sie die Kraft hat und sagen wird, keiner wird mich in meinem Leben mehr bedrohen. Keiner wird die Macht über mich bekommen und irgendwie mich nochmal einschüchtern. Ich glaube, es ist zwar, also ich finde es ein bisschen früh jetzt leider. Ich hätte diese Frage gerne in ein paar weiteren Parts gehabt, weil da hätte ich es noch stärker gefunden, wenn sie das macht. Aber vielleicht ist genau das jetzt das Richtige für sie, dass sie sagt, keiner wird mich mehr so bedrohen, wie es Darion getan hat. Niemand wird mich erpressen können und ich werde alles, was ich erlebt habe, teilen in der Öffentlichkeit, um daraus Kraft zu schöpfen, um zu sagen, aus diesem Grund, aus dieser Vergangenheit heraus bin ich heute die, die ich bin und stehe heute hier und kann Verbrechern hinter Gittern lassen oder Verbrecher einsperren lassen und für das Recht der guten Bürger kämpfen. Und das wird was sein, wo sie jetzt sagt, ich werde mich selbst offenlegen und alles teilen, was ich erlebt habe in meinem Leben und werde aber mich nie wieder bedrohen lassen oder klein machen lassen. Das ist eigentlich richtig stark jetzt und Mara wird es tun. Sie wird ihre Geheimnisse offenlegen und erhält dadurch jetzt sogar Ruhm. Und hier steht jetzt, Mara hat den Weg zum Ruhm eingeschlagen. Sie hat Ruhmpunkte erhalten und das finde ich krass, weil sie ist jetzt schon, also das hat sie noch stärker werden lassen und das Ansehen von ihr ist jetzt gestiegen dadurch, dass viele Leute auch sagen, wow, krass, dass sie diesen Schritt geht, ja. Und hier steht jetzt, es war eine schwierige Entscheidung, aber es tat gut, die Geheimnisse endlich zu offenbaren. Die Firma von Mara ist nicht begeistert, aber sie behält trotzdem ihren Job. Mara wird jedoch von einem Verleger angesprochen, der ein Buch über die jüngsten Ereignisse veröffentlichen möchte. Sie nimmt das Angebot glücklich an und erhält ein paar Simoleons als Vorschuss. Wow, das finde ich stark. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kann Jonas darüber schreiben, aber vielleicht ist er da auch zu sehr involviert. Das ist ja sehr, sehr spannend, Mara, ey. Krass, Leute. Krass, 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 dass sie aus diesem schwierigen Erlebnis einfach so was Tolles ziehen kann. Moritz, du liest es jetzt. Was mit dir? Lies das Buch jetzt. Los, du sollst deine Geschicklichkeitsfähigkeit aufbauen und Murphy den Napf füllen. Oh, Mama ruft an. Wir sind auf der Arbeit. Mama geht jetzt nicht. Aber wir können dich gern zum Essen einladen. Boah, dann wird Mara uns vielleicht echt mit ihrem ersten Gehalt zum Essen einladen. Wie cool. Moritz, wieso geht's dir eigentlich schlecht? Vielleicht wegen Angie, hä? Nimmt dich das zu sehr mit, oder was? Und wohl intensiver Juckreiz, Filzläuse. Ja, Moritz, ne? Wundert mich nicht, dass du Filzläuse hast, wenn du diese Dinge tust mit anderen Sims. Ohne dass, also du da vorher fragst, ob die vielleicht Filzläuse haben. Die Toni war es leider, die hat uns Filzläuse gebracht. Nicht gut. Geh mal zum Shop und kauf dir Filzläuse-Shampoo, bitte. Und dann kannst du mit Murphy spielen. Oder joggen gehen vielleicht, ha? Filzläuse-Shampoo. 200 Simoleons. Das war ein teurer Spaß, ey. Das kommt über die Mod übrigens. Was hat er denn da eigentlich alles im Inventar? Können wir das mal klären? Wo hat er denn die Kamera her? Ach, die hat er, glaube ich, geschenkt bekommen mal, gell? Zu Weihnachten oder so. So, er geht jetzt in die Dusche und dann sage ich Medizin verwenden. Kein Juckreiz mehr. Gut. Dann schalte mal den Staubsauger an. Und dann kannst du vielleicht spazieren gehen, joggen gehen. Oh, süß.
Süß. Die beiden sind echt Freunde geworden, gell? Hopp, Murphy, wir gehen joggen. Komm, auf geht's. Mein Gott, der ist angespannt. Was zum... Allein die Wörter ergeben Sinn, aber zusammen, was? Dieses Buch befindet sich jenseits meines Fähigkeiten-Levels. Boah, Moritz, ey, stell dich doch nicht selbst doof hin. Wie er einfach tut, als könnte er nicht lesen. Der Typ, ey. Er erfüllt echt Klischees einfach. Mann, Mann, Mann. Huch. Oh, hallo? Hi. Wer bist du? Ich muss los. Ach, Moritz, das war aber kein guter Anmachspruch hier. Der hat aber auch ein Faible für Rothaarige, kann das sein? Hier laufen aber so viele Rothaarige rum. Oh, Clara. Oh, ist der Hund süß. Ja, oder? Das ist Murphy. Murphy, sag mal hallo. So ein schöner Hund. Darf ich ihn mal streicheln? Natürlich darfst du ihn streicheln. Claro. Hallo. Moritz, bleibst du bitte bei der Lady? Wow. Oh mein Gott, Mara ist zu Hause. Jetzt hör doch mal auf zu joggen. Nein. Bleib doch mal bei der Lady. Wir gucken uns an, was Mara gemacht hat. Mara ist zu Hause und hat 1900 Simoleons mit nach Hause gebracht. Mara, du bist eine großartige Frau. Okay, Mara, dann geh mal pieseln, weil du musst. Ich sehe das. Und dann kannst du mal gucken, ob du deine Tagesaufgabe erfüllen kannst. Rechtsvertretung anbieten und neue Kunden gewinnen. Bestimmt am PC, oder? Rechtswesenkarriere. Verfahrensantrag einreichen. Ich weiß nicht. Was muss sie tun? Ich weiß es nicht. Und da steht nichts. Warum steht da nichts? Ach, wait. Sie muss es bestimmt bei random Leuten machen. Hier die Lady vielleicht. Vielleicht braucht sie eine Rechtsvertretung. Wieso redest du nicht mehr mit der Lady? Jetzt bleib doch mal bitte stehen, my Lady. Geht die jetzt einfach? Ich wollte mit ihr flirten. Da ist sie. Oh, da läuft Angie rum. Unser Hund hat geknurrt. Tier vorführen, Murphy. Und Mara, du wirst die Lady jetzt ansprechen, genau. Guten Tag. Oh, ich habe in der Zeitung von Ihnen gelesen. Sie sind doch diese Hilligas, Mara oder so? Ja, genau. Wow, also das ist so aufregend. Und naja, ich also... Rechtsvertreten anbieten. Okay, wow, wir haben voll viele Optionen. Habt ihr gesehen? Wir können so viele Sachen machen jetzt. Also wenn Sie meine Vertretung brauchen, können Sie mir gerne Bescheid sagen. Dann helfe ich Ihnen gerne. Mara hat Selene als Mandantin gewonnen. Mehr Mandanten bedeuten mehr Verantwortung, aber auch höhere Einnahmen. Okay, ja gut, aber wir sollten uns jetzt mal mit unserer Mom treffen. Oh, das hat gut geklappt mit Clara. Oh mein Gott, Murphy ist einfach eingeschlafen. Okay. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch zusammen Abendessen und stoßen auf diesen krassen Erfolg von Mara an. Mal gucken, wo wir hingehen, weil ihr wisst ja, wie das immer ist in diesen, also diese Restaurants sind ja auch immer so ein bisschen problematisch. Wo gehen wir hin? Vielleicht nach Del Sol Valley? Vielleicht sagt Mara, komm, ich gönne euch heute mal richtig. Und wir gehen, ach, das ist alles Space Game, ne? Ich habe das nicht aktualisiert, die ganzen Grundstücke. Hier wäre ein neuer Spielstand eigentlich auch nicht schlecht, ne? Können wir denn hingehen? San Sequoia vielleicht? Gibt's da ein schönes Restaurant? Nee, wow. Wir gehen in das Café da hinten. Mit Mom, Mara und Dad. Wo ist Dad? Wow. Der arbeiten oder was? Den hole ich noch. Nachträglich. Mara, du siehst ja toll aus. Oh, danke, Mom. Ja, ich mag deinen neuen Look total gerne. Und wow, wie toll siehst du bitte in diesem... Oh, in diesem Anzug aus. Du bist einfach großartig, Mara. Ich hab dich so lieb und ich bin so stolz auf dich. Moritz, auf dich bin ich auch sehr, sehr stolz. Ja, Mom, okay. Komm, wir gehen rein. Die bestellen keine Lonis zum Mitnehmen. Was macht Opa denn hier? Oh, der müsste eigentlich auch schon Senior sein, ne? Den schicke ich weg. Das macht keinen Sinn, dass der jetzt hier ist. Wir haben ja eigentlich gar keinen Kontakt mit unserem Opa. Väterlicherseits. Moritz. Klappt wieder super alles, ne? Mom und Dad tanzen. Was will denn diese Frau jetzt hier? Ach, Kinder, ich bin so froh, dass ihr einen schönen Urlaub hattet. Wie war's denn? Ja, war gut, Mom. Wir haben viel erlebt und naja, es war echt schön. Und Mom, dieser Hund ist so wundervoll. Oh, ihr meint, wie habt ihr ihn denn jetzt genannt? Er heißt Murphy. Och, das ist ja toll. Schön, Kinder, schön. Das freut mich sehr, dass ihr da so viel Spaß hattet und dass ihr, naja, einfach auch viel erleben konntet und dass ihr jetzt den Hund bei euch habt. Das ist wirklich schön und ich glaube auch, dass es die richtige Entscheidung war. Mara, fühlst du dich seitdem sicherer? Ja, total, Mom. Boah, habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich die Ex getroffen habe? Du meinst Sarah, gell? Nee, wie hieß sie? Oh, ich vergesse immer ihren Namen, ne? Amelia. Du meinst Amelia? Ja, genau, ich habe Amelia getroffen. Oh, cool, aber ihr kennt euch ja schon. Ja, aber ich habe sie gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Wir haben da ein bisschen gequatscht und sie hat mir gut zugesprochen und es war echt schön. Und Mara, du warst ja auch in der Zeitung, habe ich gesehen. Ja, stimmt, Mara, das wollte ich dir auch noch sagen. Du warst in der Zeitung. Da war deine ganze Geschichte veröffentlicht. Ja, Schatz, wolltest du das denn? Ja, tatsächlich. Ich hatte eine Drohung bekommen. Was?
Wer hat dir gedroht? Ach, Moritz, nur so ein Typ, der, ach, es ist nicht so wichtig, aber ich habe mich nicht bedrohen lassen, wisst ihr? Ich habe mir gedacht, nein, das macht keiner mehr mit mir. Ich war einfach, ich habe das nicht gewollt und ich habe gesagt, das macht einfach niemand mehr mit mir. Ich habe mich einfach da total drüber gestellt und habe gesagt, von mir aus veröffentliche ich meine Geschichte selbst und damit kann mir keiner mehr drohen. Niemand hat mehr was gegen mich in der Hand und ich bin daraus gewachsen. Ich fühle mich total gut und das war einfach eine super Entscheidung, wisst ihr? Naja, auf jeden Fall wollte ich euch das erzählen und ich weiß, dass das ja für mich eine wichtige Sache war, einfach über meine Geschichte zu reden, um vielleicht auch anderen Mut zu machen, wisst ihr? Ach Mara, ja, sehr wahrscheinlich hat das auch anderen geholfen, wenn sie das gelesen haben. Und naja, du bist ja jetzt ziemlich erfolgreich. Moritz, wie läuft's denn bei dir? Ja, super. Aber hey, ich muss jetzt auch zur Arbeit. War echt nett, Mom. Tschüss, Dad. Ich habe ganz vergessen, dass er arbeiten muss. Ach, es ist immer so schwierig, an Moritz ranzukommen, Schatz. Ist er denn bei dir zu Hause auch so? Nein, also bei mir ist er tatsächlich relativ offen und naja, Mama, wir sind da Zwillinge. Also wir haben ein ganz anderes Verhältnis miteinander. Ja, irgendwie schade, dass ich nie so wirklich an ihn rangekommen bin. Naja, aber ich bin froh, dass ihr beide euch so gut versteht. Das ist das Wichtigste. Ihr seid Geschwister. Ja, das stimmt, Mom. Übrigens werde ich Max und Skylar auch bald altern lassen. Also die werden jetzt bald zu Senioren werden. Denn ja, es muss weitergehen und die beiden werden halt auch nicht jünger, ne? Gibt's denn was Neues schon von der Farm? Ja, tatsächlich, Mom. Also es wird so sein, dass wir jetzt, naja, in den nächsten Tagen dorthin ziehen werden. Was? Echt jetzt? Oh, wie aufregend. Oh, eure Ururgroßmutter würde sich sicher freuen zu wissen, dass die Farm wieder in Familienbesitz ist. Ja, ich denke auch. Und naja, vielleicht tut es mir ganz gut, weißt du, so als Ausgleich zur harten Arbeit. Ich habe überlegt, ob ich, naja, vielleicht ein paar Hühner haben will. Hühner? Oh, wie wundervoll. Ey, Hühner sind ganz tolle Tiere. Ich hatte ja selbst Hühner. Ja, ich hatte nicht viel Zeit, mich darum zu kümmern wegen der Arbeit. Das darf dir nicht passieren. Du musst echt gucken. Vielleicht holst du dir nur zwei, damit du dich wirklich gut kümmern kannst. Aber jeden Morgen ein frisches Ei zur Verfügung zu haben, ist schon was Tolles. Ja, das stimmt, Mom. Naja, ich muss mal schauen, wie wir das machen. Aber ich habe auch überlegt, ob, naja, die Sache mit Jonas. Ja, welche Sache mit Jonas, erzähl. Naja, ich mag ihn schon sehr, weißt du, Mom? Ach, er ist auch so ein toller junger Mann. Findest du? Ja, ich habe bei ihm immer schon ein gutes Gefühl gehabt, seitdem ich ihn kennengelernt habe. Und dann die Sache mit Murphy, mit dem Hund. Er hat sich so reingesteigert. Er war so mit Leidenschaft dahinter, dass du jemanden, also einen Hund findest. Und ach, er ist wirklich ein toller junger Mann. Ja, oder? Seid ihr euch denn schon mal näher gekommen? Naja, es gab schon mal einen Kuss zwischen uns. Aber mehr auch nicht. Also, ja, alles noch, ach, es war halt schwierig. Es war während Darion und das war alles sehr viel. Ich verstehe, aber du magst ihn? Ich mag ihn sehr, Mom. Aber hast du es ihm denn auch mal gesagt? Nein, aber ich denke, er weiß es. Aber ich meine, Moritz, sie sind beste Freunde. Das ist halt auch schwierig. Ja, aber am Ende ist es dein Leben und wenn du dich in ihn verliebt hast, dann sollte Moritz das einsehen. Und wenn Jonas genauso empfindet. Ja, ich weiß nicht. Mal schauen. Vielleicht, naja, ich ziehe jetzt erstmal mit Moritz auf die Farm und ich schaue jetzt einfach mal, wie es sich mit Jonas entwickelt. Wir hatten erst überlegt, ob wir eine WG gründen wollen, aber vielleicht ist das jetzt nicht die richtige Entscheidung. Weißt du, wir müssen ja erstmal schauen, ob wir, naja, wie das mit uns ist und am Ende ziehen wir vielleicht als Pärchen zusammen, weißt du? Mhm. Also Mara, halt mich da gerne auf dem Laufenden und ich freue mich für dich. Ich gönne dir alles Glück dieser Welt und du hast deine große Liebe verdient und vielleicht ist es wichtig, dass ihr nicht länger eure Augen verschließt. Oh Gott, die Mara ist so wunderschön, Leute. Sie erinnert mich an so viele Generationen. Sie erinnert mich einfach an Romy. Sie erinnert mich aber auch an Luna. Und sie erinnert mich an Skylar. Sie ist einfach, das ist einfach die perfekte Legacy. Jedes Kind, also besonders mit unseren Töchtern halt, erinnert mich an unsere Vorgeneration. Es ist so krass. Klar, die Haarfarbe zieht sich ein bisschen durch, aber auch Skylar, ne? Skylar hatte so viel am Ende von Romy. Entschuldigung, wo ist denn Skylar jetzt? Hallo? Skylar hatte auch so viel von Romy. Wenn wir nur die Haarfarbe geändert hätten, wäre das 1:1 auch Romy gewesen. Und es ist so schön, dass wir jede Generation irgendwie wieder ein sehr ähnliches Gesicht haben und sie trotzdem sehr individuell sind und doch wieder anders aussehen. Ja, ich beende jetzt den Part an der Stelle. Ich hoffe sehr, hat euch gefallen. Mara ist endlich in ihre neue Karriere gestartet und im nächsten Part wird sich dann entscheiden. Also ich werde jetzt dann, wenn ich die Kommentare gelesen habe, sehen, ob wir ein Speedbuild-Part machen im Part 17, ob ich die Farm praktisch baue oder ob wir hinziehen und erstmal die Farm beziehen. Das werden wir sehen. Also es kann sehr gut sein, dass Part 17 ein reines Speedbuild-Part wird und wir in Part 18 dann wieder Gameplay machen und dort einziehen. Oder halt, wie gesagt, es kann auch sein, dass wir Part 17 einfach hinziehen auf die Farm, die wir
schon haben. Da werde ich jetzt einfach mal eure Kommentare noch abwarten und ich wünsche euch einen fantastischen Tag, Mittag, Abend. Vielen Dank, dass ihr dieses Let's Play schaut und dass euch die Geschichte gefällt. Ich freue mich immer sehr, eure Kommentare zu lesen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, macht's gut und jetzt habe ich mich gestoßen. Und tschüssli!